Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von LS22 hier auf der Landesum. Es ist soweit, der erste Mais kommt runter. Hauptsächlich deswegen, weil es kaum irgendwas anderes gab, was, ich nenne es mal noch nicht erntereif war. Ja, Mais zum Glück noch grün, dementsprechend würde ich auch nur sagen, ist das noch häckselfähig. Ja, ansonsten, man kann es glaube ich so ein bisschen sehen, das Feld ist riesig. Das wird nämlich ein Auftrag für wahrscheinlich ganze 2 Tage. Und wenn ich mir das so angucke, ja, ich glaube, wir brauchen auf jeden Fall nochmal weitere Abfahrer. Das wird uns glaube ich nichts besser. Wenn ich jetzt mal gucke, der 826 ist noch nicht mal angekommen. Ist noch nicht mal angekommen beim Landhandel. Also von daher, da muss auf jeden Fall nochmal was her. Das sprich, ein bisschen unklar. Ich würde vielleicht gleich so machen, den 718, da stellen wir eben den Dieseltank eben irgendwie an die Seite. Beziehungsweise fahren eben zum Mähdrescher. Setzen vielleicht den Rudolfwagen eben an die Seite. Und ja, dann schnappt er sich dann am besten eventuell irgendwie den Kaweco. Pullbox in der Hoffnung, dass das dann ein bisschen sauberer dann hier am Ende durchläuft, weil das wird dann doch ein bisschen zu wenig an Abfahrern. Ja, aber dafür immerhin muss man so sehen, wenn wir es hier irgendwo entdecken, Feld 11, 125.000. Klar, wir sind auf 2 Tage verteilt ungefähr, aber immerhin. Immerhin, also von daher, wir sind definitiv beschäftigt. Mal gucken. Wobei ich befürchte, dass wir wahrscheinlich sogar noch einen noch weiteren brauchen. Aber das werden wir sehen. Da müssen wir dann mal gucken, was sich da ergibt. Wenn ich jetzt auch mal gerade so überlege, theoretisch ist ja ab dem Folgemonat ja auch schon wieder Kartoffelernte. Das heißt, der 826 fällt uns an sich auch schon dann wieder weg. Ja, ich glaube, ich habe mir hier irgendwas eingebrockt, von dem selber noch nicht genau Bescheid weiß. Aber gut. Dafür werden wir wahrscheinlich vielleicht in der Erntepause, wenn es gut kommt, ein bisschen mit der Primus rumhantieren. Nachdem natürlich das Ganze ans Laufen gebracht haben. Da wurde nochmal einen Meter zurück. Gut, dann werden wir ihm den Gefallen hier noch machen. Auch wenn das so jetzt nicht sonderlich viel Sinn ergibt. Ja, überkommen tun wir da hinten bestimmt nicht. Das weiß ich jetzt schon. Aber mal gucken. Mal gucken, mal abwarten, mal schauen. Und das wird schon, denke ich, irgendwie passen. So, der Wagen ist jetzt voll. Dann machen wir doch mal eben fertig, dass wir hier einen vierten Abfahrer reinkriegen, weil sonst sind wir hier wirklich 2 Tage zu Gang. Also, der Kollege fährt hier. 820 ist da. 826 versucht, glaube ich, gleich zurückzukommen. Ja, Einmal bitte eine kleine Pause machen, mein werter Herr da hinten. Beziehungsweise wir stellen erstmal die Rudolfs an die Seite. Dann sind die schon mal weg vom Fenster. Dann kann der Drescher da in aller Ruhe drehen. Wir haben dann hier auch Platz mit der Primus, wenn es ist, hier einmal lang zu fahren. Ich hätte fast gesagt, das Abfahren von den Wagen hier, das kannst du auch genauso gut eben einmal mit dem LKW eben machen. Dann LKW, die Hänger eben hinter und dann lass sie damit dann zum Landhandel fahren oder wo das jetzt hin muss. Aber mal gucken, das werden wir gleich sehen. Noch haben wir ein bisschen was zu dreschen. Wie sieht es eigentlich sonst so vom Wetter her aus?
Nur es war ja mal angekündigt von wegen Regen. Aber noch sieht es gut aus. Noch können wir ein bisschen dreschen. Im besten Fall kriegen wir auch noch einen Hafer runter. Daher habe ich auch schon mal einen Auftrag rausgesucht, einen kleinen. Ja, und dann einfach mal abwarten, mal gucken, was dann am Ende des Tages tatsächlich kommt. Dich stelle ich schon mal ein auf Lohnunternehmen. Du musst nämlich ja gleich den Hänger holen. So. Kollege. Ich steige mal kurz aus. So, Kollege, mal eben nur kurz eine kleine Pause machen. Einmal bitte voll mit dir. Also hier geht auf jeden Fall gut Diesel rein, das muss man auf jeden Fall sagen. Aber das muss es auch. Wenn man jetzt auch mal ganz ehrlich ist, ich glaube, seitdem der vom Betriebshof auch abgerückt ist, war er bis dato auch nicht wieder irgendwie am Hof. Also von daher, der hat schon einiges hinter sich. Und der Kollege geht jetzt zum Lohnunternehmen. So, von da kommt kein Verkehr. Sehr schön. Wunderbar. Abfahrer haben wir nicht. Das heißt mit anderen Worten, wir können uns die Premor schnappen. Und können endlich mal hiermit loslegen. Hier ist auch soweit an sich alles vorbereitet. Zweimal LKW, da hinten steht noch ein... Da hinten steht noch entsprechend der Radlader mit Melasse und Wasser. So, sprich, was das Herz begehrt. Und dann toben wir uns mal richtig aus. Im Bandschwader habe ich das Ganze auch schon mal ein bisschen zusammengeschwadet. Also von daher, das sollte so eigentlich ganz gut passen. Und ich glaube, ich kann mir einmal eben rauffahren und dann muss dann auch schon wieder direkt runter. Dass ich nicht ganz so lange Wege habe hier mit dem Kollegen da vorne. Und das müssen wir vielleicht auch, wenn es ist, in Erwägung ziehen, dass wir sagen, ein LKW, weil ich auch nicht genau weiß, welcher LKW, den müssten wir dann eigentlich einsetzen zum Maistransport. Eigentlich. Weil das eigentlich ist auch immer so ein Begriff für sich. Ein Xerion haben wir leider nichts. Wobei der ist sowieso anderweitig beschäftigt, sagen wir es mal so. Ich glaube, dass ich eine sehr vorsichtige Weise. So. Premos einmal aus. Und dann einmal nach vorne. Und dann werden wir es gleich, mal gucken, vielleicht fahren wir einmal in die andere Richtung. Das wäre eine Maßnahme. Dann stehen wir auch da hinten an dem LKW, fahren dann zurück, dann können wir hier vorne wieder abbunkern. Also ich würde sagen, das kriegen wir hier, glaube ich, ganz gut hin. Das Förderband muss, glaube ich, ein Ticken höher, oder beziehungsweise der LKW, der muss, glaube ich, einmal eben auf die andere Seite. Einmal umparken. Wobei, das geht auch gerade so. Aber wo ist denn eigentlich 826? Also hier kommt 916. Also das ist nicht euer Ernst. Komm. Ach, du kommst da nicht rum. Nicht dein Ernst. So, jetzt ist die große Preisfrage. Wie müssen wir jetzt hier die Runde drehen? Ich würde das gerne verändern.
Okay, ich glaube, das wird jetzt erstmal nichts. Dann fahren wir mal einen Meter zurück. Hoffen, dass er rumkommt. Du fährst hier auch gefälligst aufs Gelände. Und keine Ehrenrunden. Die Antikette dauert sowieso schon. Das ist sowieso schon zu viele Sekunden. Du wirst den Weg, glaube ich, schon finden, hoffe ich. Ansonsten wahrscheinlich werde ich nachher auf Screen nochmal ein bisschen rumtesten, rumexperimentieren. Und dann wissen wir auch mehr. Aber gut, so lange toben wir uns einfach mal mit der Primus ein bisschen aus, dass wir auch das Stroh hier nochmal. Ja, ich sag mal so, es ist. Ich glaube, Pressen ist, glaube ich, hier ein guter Begriff, weil. Ist ja eigentlich eine Pelletpresse. Einmal das Stroh pressen. Und dann werden wir ja gleich sehen. Oder nachher oder die nächsten Folgen. War eher die nächsten Folgen. Ich glaube, die größere Kunst wird auf jeden Fall sein, ausreichend Geld zurückzukriegen, um einen Kredit zurückzuzahlen. Das, glaube ich, wird das Schwierigste sein. So, dann haben wir die Linien auch beseitigt. Dann hoffen wir, dass das gleich unten, ja, ich nenne es mal vorsichtig formuliert, auch funktioniert. Also sonst wird das ein bisschen ärgerlich. Und zwar sehr ärgerlich. So, einmal rum. Sehr schön, das sieht schon mal sehr elegant aus. Ja, mal gucken, ob wir gleich vielleicht nicht sogar auch genauso gut nur mit einem LKW fahren und dann gibt es einfach eine etwas längere Pause. Muss man mal gucken, ob sich das eventuell anbietet. Aber das werden wir noch in Erfahrung bringen, denke ich. Und wenn ich jetzt. Ja gut, wobei Landhandel ist jetzt nicht unbedingt eine optimale Verkaufsstelle für Kipper. Das ist halt der Punkt. Oder man muss sagen, man muss sie mit zwei Rudolfs hantieren. Wobei rückwärts fahren, weil. Ne. Beim Häcksler. Das geht mit zwei Rudolfs in die Hose. Ah gut, müssen wir mal gucken, oder? Ich muss mal an der Lana so ein bisschen was verändern. Dass der Verkaufsträger ein bisschen weiter vorne ist. Er ist relativ tief früh schon mal am ersten ja, schon kippt und dann wir es entsprechend ein bisschen leichter haben. So, dann fahren wir mal weiter. Und das sieht doch an sich schon mal nicht schlecht aus. Ui, Wasser ist uns ausgegangen. Ja gut, dann machen wir da mal den Rummel einmal eben komplett voll. Und dann wissen wir auf jeden Fall mehr. Also hier geht auf jeden Fall gut Material, denke ich, am Ende des Tages durch. Weil das sind schon gute Schwaden und das Feld ist auch alles andere als klein. Wollen wir einmal nach vorne. Da steht alles parat, was wir brauchen. Dann könnten wir, glaube ich, von da hinten einmal nach vorne pressen. Das würde sich eventuell gerade dann in dem Moment anbieten. Da haben wir zumindest die Kante hier vorne frei und dann geht sowieso bald nur noch auf und ab mit den Bahnen. Einmal bitte voll machen. Das war schon mal das Wasser. Jetzt kommt die Melasse. Und dann dürfen wir auch bald sehr zufrieden sein mit der Arbeit.
Aber ich würde noch an der Stelle sagen, das war's mit der Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Und damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.